Willkommen zurück zu Let's Play Weird Park, die letzte Vorstellung. Ich bin blöd, wir müssen hier hin. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Ich dachte irgendwie, die Abzweigung, die wir gesehen haben mit den Vögeln, wäre diese Abzweigung. Aber nein, dieses Areal ist groß, das sagte ich bereits. Hier scheint was zu fehlen. Ja, in diesen Spielen fehlt immer irgendwas irgendwo. Ich hätte gerne den Haken mitgenommen. Ich kann nicht einfach durch die Dornen gehen. Nicht! Schade. Was sind das für Symbole? Ja, offensichtlich keine, mit denen wir was anfangen können. Wo war denn der Ort, wo das Kleeblatt hin musste? Ach so, na, ich bin doof, hab ich dabei. So, und da drin ist diese Scheibe und die brauchen wir für die Vogelscheuche. Okay, was ist das denn? Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Zahlen von 1 bis 10. Kreuz, Strich, Kreis, Zielscheibe, X. Okay, wir machen das nochmal. Plus, senkrecht, Punkt, Zielscheibe, X, Minus. Plus, senkrecht, Punkt. Geht doch. Ich finde diesen Affen gruseliger als das hier, ne? Das ist euch klar. Der erinnert mich an dieses Männchen von Saw und diesen ähnlichen Clown, der bei The Grudge für Wii herumfährt. Der Engel fehlt. Der Tod hielt was in seiner Hand. Das Buch? Nicht? Wie soll ich diesen mechanischen Affen dazu bringen, mir diesen Spiegel zu geben? Das weiß ich nicht, aber wir finden schon was. Wo ist der Griff? Bewege alle Teile nach rechts, benutze die Juwelen, um herauszufinden, wohin jedes Teil gehört. Und wie funktioniert das? Ach, ich muss oben anfangen. Okay, wir müssen mit dem Dreieck anfangen. Danach kommt der Kreis. Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Ich muss den Riegel irgendwie anheben. Haben wir da irgendwas für dabei? Nein.
Hier scheint was zu fehlen. I remember this place. I made a lot of dolls here. But even with their company, I was so lonely. People used to call me Louis Gouache, but that name means nothing to me now. I'm alone and forgotten. Sometimes my memories seem like an illusion, or like the memories of another person. I don't even remember what I looked like. That damned Mr. Dudley broke all the mirrors here. Okay, für ihn brauchen wir also den Spiegel von dem Affen. Armes Ding, ich muss einen Spiegel finden. Dann wird Louis in der Lage sein zu sehen, dass er immer noch ein fröhlicher Clown ist. Ja, der sieht auch so unglaublich fröhlich aus. So, nimm das Lineal mit. Das ist ein Diaprojektor. Wir haben aber keine Dias. Ich komme nicht an diesen Zapfen heran. Ach halt. Nein. Drei Blumen brauchen wir. Hier müssen wir bestimmt eine gießen. Und wir haben das Küken. So, dann brauchen wir noch Engelsfigur. Das ist die Yacht. Eine Buchstabenfigur. Ich habe jetzt gesagt, das wäre vielleicht dieser Würfel da, aber nee, war es nicht. Was ist eine Buchstabenfigur? Buchstabenfigur. Was kann das denn sein? Ich fürchte, ich muss tatsächlich den ersten Tipp nehmen, weil ich keine Ahnung habe, was eine Buchstabenfigur ist. Was ich mir darunter vorzustellen habe. Ja. Okay, die Strafe ist cool. Seid mir nicht böse, aber ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will.
Das waren zwei Rasseln. Kastagnetten oder sowas. Nicht Kastagnetten, sondern so Maracas. Da habe ich sogar schon drauf geklickt. Das war jetzt echt behindert. Wirklich. Geht doch. Oh. Haben wir jetzt eigentlich alle Orte freigeschaltet? Nein. Uah. Ist doch nicht wahr. Ich klicke hier auf den Pfeil. Einer fehlt nur noch. Genau, und das ist der Raum. Ich dachte am Anfang erst, oh, so viele Orte, aber irgendwie haben wir die alle schon freigeschaltet. Sachen gibt's. Oh, hoffentlich schaffe ich das jetzt. Drehe die Bildzeit, um das Bild wieder zusammenzusetzen. Ach, so nur so hin. Oh, Gott sei Dank. Wo ist die fehlende Figur? Ich brauche einen speziellen Schlüssel. So, wir haben den Spiegel komplett. Hier. Thank you. I'm sorry for complaining. When we should be rescuing Patrick. Wait, I forgot to tell you about what happened here. Before I met Patrick, I was consumed with hatred. Mr. Dudley put it in my heart. That damned jester. You nearly became his victim, too. Upon learning that Fairy Gate Park was reopening, we decided to attack the audience during a show. To carry out our plan, we needed an army of evil dolls. So Mr. Dudley stole the toys, and I transformed them in his workshop. But one day, a boy followed Mr. Dudley through the portal in the closet and entered our world. He and I became friends, and his companionship warmed my soul. I no longer wanted to hurt anyone. I even stopped making evil dolls and started making nice ones. That made Mr. Dudley mad. So he created the magic roundabout to punish me. The roundabout will allow him to possess Patrick's body and enter the human world, where he plans to do more evil. Even worse, it's turning Patrick into a doll. He'll be trapped here forever. We can still rescue him if we hurry, as the transformation is not yet complete. Unfortunately, I don't know where the roundabout is. But I'm willing to help you in any way I can. I'll be here if you need me. By the way, take this slingshot. It might come in handy. Okay, thank you. Gut, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, aber da können wir wieder wimmeln. Ich wollte aber... hierhin und schon mal den Block einsetzen. Okay, wenn wir das nochmal machen, kommt der Rest auch hoch. So, jetzt gehen wir hier hin, wo wir nochmal wimmeln können. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.